jetzt bei Anwälte im Einsatz. Papa? Was ist denn hier los? Du mieses Schwein! Das Sandy. Und Sandy wollte jetzt hier einziehen. Willst du mich verarschen? Ich hab nicht mehr lange zu leben. Und du willst dich mit mir streiten über meine Begleitung. Wo ist denn deine Sexbombe? Abgehauen. Er hat keinen Bock auf so einen Pflegefall wie mich. Er ist unheilbar krank. Er hat Krebs. Ich habe meinen Vater gesehen. Mit irgendeiner Frau. Der betrügt doch meine Mutter noch auf dem Sterbebett. In Berlin-Mitte kehren Gabi Landwehr und ihre 19-jährige Tochter Sarah von einem erholsamen Wellness-Wochenende zurück. Die beiden Frauen haben sich puren Luxus gegönnt und freuen sich jetzt auf Ehemann und Papa Jörg. Doch als sie das Einfamilienhaus betreten, hören sie laute Geräusche aus dem Schlafzimmer. Papa? Was ist denn hier los? Du mieses Schwein! Ich kann alles erklären. Du brauchst überhaupt nichts erklären. Du bist ein Arschloch und das steht fest. In unserem Bett? Was macht ihr denn überhaupt schon so früh hier? Ach, jetzt gibst du auch noch uns die Schuld? Du hast sie doch wohl nicht mehr alle. Pass mal auf, das ist ein Ding zwischen deiner Mutter und mir. Ach, von wegen, du mieses Schwein. Wolltet ihr nicht erst heute Abend zurückkommen? Was bitteschön hat das denn damit zu tun? Komm, Mama. Mama, das brauchst du dir keine Sekunde länger antun. Meine Frau ist selber schuld, dass sie mich mit Sandy gesehen hat. Ich meine, sie wollte erst später nach Hause kommen und warum ruft sie auch nicht vorher an? Und letztendlich, meine Güte, es ist doch nichts passiert. Ich wollte nie, dass uns das passiert. In den 20 Ehejahren hatte Familienoberhaupt Jörg ständig wechselnde Affären, die Ehefrau Gabi ihm jedes Mal verziehen hat. Sarah hat ihre Mutter deshalb sehr oft weinen sehen und kann es nicht mehr ertragen, wie die 39-Jährige immer wieder von ihrem notorisch untreuen Ehemann gedemütigt wird. Komm einfach mit mir in die WG. Du kannst so lange bei uns bleiben, wie du willst, bis du was Eigenes hast. Schatz, das ist lieb von dir, aber Nein. Das ist nichts für mich. Was soll denn noch passieren? Willst du dir mit dem da und mit seinen Tussis das Bett teilen? Ich bleibe hier, wo ich hingehöre. Wie lange willst du es denn noch antun? Der betrügt dich nach Strich und Faden und das schon seit Jahren. Und du vergibst ihn immer und immer wieder. Das ist nicht normal, Mama. Du darfst es nicht zulassen. Jetzt übertreib mal nicht. Es ist ja nicht immer so. Es ist nicht immer so? Und was war mit dem Wochenende mit der Tussi von seiner Versicherung? Das kannst du dir nicht gefallen lassen. So ein Seitensprung kommt in den besten Familien mal vor. Wie viele Tussen muss er denn noch nach Hause bringen, dass du es verstehst? Weißt du, Schatz, ich überlege es mir wirklich. Aber ich muss das Ganze erst mal verarbeiten. Und ich überlege wirklich, Mama, dein Angebot anzunehmen. Überleg's dir bitte. Ich muss jetzt leider los, aber bitte überleg dir das. Komm einfach mit. Ja, fahr jetzt erstmal. Mir geht's gut, wirklich. Ich muss das echt erstmal verarbeiten. Ich ruf dich nachher an, okay? Okay. Tschüss. Die 19-jährige Sarah liebt ihre Mutter sehr und hat so gut wie keine Beziehung mehr zu ihrem Vater. Meine Mutter muss sich unbedingt von meinem Vater trennen. Das geht nicht so weiter. Und auch wenn er mein Vater ist, für so einen Typ habe ich nur eine Bezeichnung: Arschloch. Ich frag mich nur, wann meine Mutter endlich aufwacht. If my life was a dream. Am nächsten Tag klagt die angehende Rechtsanwaltsgehilfin ihrer Freundin Katrin Rudloff ihr Leid. Vor 3 Jahren hat Sarah bei der Juristin ein Praktikum absolviert. Daraus ist eine gute Freundschaft entstanden. Nun hofft die Auszubildende, dass die erfahrene Juristin wertvolle Ratschläge für ihre Mutter hat. Solange ich denken kann, ist sie für ihn ein Haufen Scheiße. Sie hatte einmal das Haus voller Gäste und er kam an und sagt zu ihr, dass ihr Kleid aussieht wie so ein alter Kartoffelsack. Echt? Ja. Und ihre Geburtstage vergisst er auch jedes Jahr. Oh Gott. Der ist so lieblos. Aber sie macht das alles mit, oder wie? Ja. Und obwohl sie es nicht zugibt, ist sie unglücklich. Und das weiß ich. Ich glaube aber inzwischen echt, dass sie emotional total abhängig von diesem Arschloch ist. Ja, wahrscheinlich. Aber guck mal, sie ist ja auch erwachsen. Sie muss ja selber entscheiden, ob sie das mitmacht oder nicht oder sich trennen will. Kannst du nicht mal versuchen, mit ihr zu reden? Ich meine, so von Frau zu Frau? Also, es ist ja schon ganz schön privat, ne? Und ich kenne sie auch kaum. Ja, aber irgendjemand muss ihr mal die Augen öffnen. Und ich als Tochter kann da nicht viel machen. Ja gut, aber wie gesagt, ja, sie ist erwachsen. Und ob sie sich trennen will oder nicht, das muss sie entscheiden. Ich kann ihr ja meine juristische Hilfe anbieten. Ja, ich dachte mir vielleicht irgendwie beim Joggen gehen. Ich meine, wir beide hatten das ja sowieso schon lange vor. Und wenn wir dann einfach zu dritt so
Sarah, meinst du echt? Also ich weiß nicht. Ich möchte Sarah jetzt nicht zu viele Hoffnungen machen. Ich weiß ja gar nicht, ob ihre Mutter mich überhaupt an sich heranlässt. Aber vielleicht kann ich es ja mal von Frau zu Frau probieren. Don't bury me. Seit Gabi ihren Mann vor 2 Tagen in Flagranti erwischt hat, schläft sie im Kinderzimmer ihrer Tochter. Die Arzthelferin will nicht einfach 20 Jahre Ehe über Bord werfen und hofft immer noch, dass Jörg sich ändert. Doch dann bringt der Pascha seine neueste Errungenschaft, die 27-jährige Sandy Krämer, mit nach Hause. Hier gefällt es mir, das hast du schön gemacht. Lass deinen Koffer einfach hier stehen. Ja. Das Wohnzimmer. Okay. Und rein. Schau mal her. Sag mal, was ist denn jetzt los? Wieso, was soll los sein? Das ist Sandy. Und Sandy wird jetzt hier einziehen. Das ist schon alles. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich dich verarschen? Willst du mich verarschen? Du ziehst aus dem Schlafzimmer aus, wir haben keine Freude mehr. Also, was mache ich? Ich hole mir Freude. Und mit Sandy habe ich eine Menge Freude. Oh, mein armer Schatz. Jetzt bin ich ja da. Jetzt bist du nicht mehr alleine. Ey, ihr seid so eklig. Jörg, du bist so eklig. Ich bin eklig? Pass mal auf, wenn dir irgendwas nicht gefällt, pack deine Blinden. Pack sie zusammen, zieh einfach aus, mach. Hey, ist das sowieso mein Haus? Erstens mal ist das unser gemeinsames Haus. Und mit dieser Person unter einem Dach, oh, das muss ich mir auch nicht antun. Ich ziehe zu unserer Tochter in die WG. Ja, das glaube ich zu Sarah. In diese Chaoten-WG. Da gehörst du auch hin. Mach das mal ruhig. Und dir zeige ich, wo du deine Sachen hinlegen kannst. Jörg, warum tust du mir das an? Ich habe dir schon mal gesagt, weil ich kein Kind von Traurigkeit bin. Ich will leben. Und du nimmst mir die Luft zum Leben. Also habe ich was, was mich wieder ans Leben erinnert. Sag mal, du hast doch echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Gabi ist selber schuld. Sie kümmert sich zu wenig um mich. Aber mit Sandy habe ich einen richtig guten Wurf gemacht. Und die ist knackiger als Gabi. Die gehörnte Ehefrau macht schweren Herzens ihre Drohung wahr und zieht in die chaotische WG ihrer Tochter. Eine Woche später treffen sich Anwältin Katrin Rudloff und Sarah zum Joggen, um Gabi zur Scheidung zu bewegen. Das ist gar nicht so einfach, mit euch Schritt zu halten. Ja, du bist doch in Topform, seit du bei Papa ausgezogen bist. Der scheint mir. Innen drin sieht es ganz anders aus. Ja, also ich will mich jetzt nicht wirklich einmischen, aber Sarah hat mir schon so einiges über ihren Mann erzählt. Also ohne ihn zu nahe treten zu wollen, aber haben Sie schon mal über eine Scheidung nachgedacht? Ich meine, nach allem, was er Ihnen da so angetan hat. Ja, habe ich. Wirklich. Ich verstehe das auch nicht. Mama, der betrügt dich nach Strich und Faden. Und nur, weil er denkt, dass er damit durchkommt und dass es keine Konsequenzen hat. Mhm. Überleg doch mal die letzte Weihnachtsfeier, wo er 2 Tage später erst nach Hause kam. Oh, oder die aufgerissenen Kondompackungen in seinem Koffer nach irgendwelchen Dienstreisen. Ja, ich weiß. Ja. Mama, da gibt's nichts mehr zu überlegen. Der bringt seine Tussis sogar jetzt schon mit nach Hause. Ja, also Frau Landwehr, wirklich. So eine Scheidung würde Sie jetzt finanziell in keine Nöte bringen. Sie haben Ihr eigenes Einkommen. Er müsste Ihnen sogar noch Unterhalt zahlen, weil er mehr verdient. Also eigentlich kein Problem für Sie. Das weiß ich auch alles. Ja, was gibt's denn da noch zu überlegen? Es ist nun mal nicht so einfach, 20 Jahre über den Haufen zu schmeißen. Ja, gut, dann denken Sie mal in Ruhe drüber nach. Ich kann Ihnen nur meinen juristischen Rat und meine Hilfe anbieten, jederzeit, ja? So, und jetzt, Mädels, jetzt würde ich sagen, wir sprinten. Okay. Bis zum nächsten Baum. Okay, los. Ich verstehe meine Mutter echt nicht. Jede andere Frau hätte sich schon 10-mal von diesem Drecksack scheiden lassen. I only miss you when I'm breathing. I only need you when my heart is beating. Tatenlos duldet Gabi die Untreue ihres Ehemanns noch eine weitere Woche lang. Insbesondere bei der Arbeit bemüht sich die Arzthelferin, ihren Kummer zu verbergen. Doch dann taucht Jörg ausgerechnet hier mit seiner Geliebten auf. Wunderschönen guten Tag. Hallo, hallo. Was glaubst du? Ich hab einen Termin. Was willst du hier? Sag mal, hast du noch einen Funken Anstand im Leib? Ganz ehrlich, ich hoffe, wir müssen jetzt hier nicht allzu lange warten. Darauf habe ich jetzt nämlich gar keine Lust. Schatz, komm mal her. Wie cool, bleib mal easy. Ist doch so. Eigentlich geht's doch nur darum, um ein Ergebnis abzuholen, oder? Es war ein Routinecheck. Normalerweise dauert sowas nicht lange. Ich denke, wir können doch gleich durchgehen, oder? Nein, stopp. Ihr beide geht ins Wartezimmer, wie die anderen Patienten auch, und wartet da. Zu Befehl. Hat die immer so einen Ton drauf? Zickenalarm, das kümmere dich gar nicht drum. Die ist nicht ganz dicht, die macht immer so eine Welle. Setz dich lieber mal. Und, mein kleiner Scheiße, alles in Ordnung? Jo, und bei dir? Natürlich. Also, das ist ja echt unglaublich, dass der hier mit seiner Tussi aufkreuzt. Also, noch dreister geht's gar nicht. Vielleicht haben die Anwältin und Sarah doch recht und ich sollte die Scheidung einreichen.
So geht es wirklich nicht weiter. Gabi versucht, Haltung zu bewahren und sich nichts anmerken zu lassen. Erhobenen Hauptes konzentriert sich die 39-Jährige auf ihre Arbeit und ignoriert das turtelnde Pärchen. Inzwischen ist Jörg mit seiner Sandy im Behandlungszimmer und kommt eine halbe Stunde später deprimiert wieder heraus. Jörg, warte mal. Ja? Um eins möchte ich doch bitten, ja? Wenn du das nächste Mal zu einem Termin kommst, lass deine Schlampe bitte zu Hause, weil die muss ich hier echt nicht auch noch ertragen. Danke. Ja, es reicht wirklich, hör auf. Ich komme da gerade raus. Diagnose, Krebs. Ja, ich habe nicht mehr lange zu leben. Und du willst dich mit mir streiten über meine Begleitung. Du merkst gar nichts mehr. Jörgs Krebsdiagnose schockiert auch Gabi. Denn wider Erwarten liebt sie ihren Mann immer noch, obwohl er sie permanent mit Füßen tritt. Gleich nach der Arbeit will sie ihre ehemalige große Liebe im gemeinsamen Haus besuchen, um mehr über seinen Zustand zu erfahren. Moment, kann ich dir helfen? Was möchtest du? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ich wollte schauen, ob du mich vielleicht brauchst, aber anscheinend brauchst du mich ja nicht. Du siehst, dass ich dich nicht brauche und du brauchst dir auch keine Sorgen machen. Meine letzten Stunden und Minuten weiß ich schon, wie ich zuzubringen habe. Merkst du nicht, dass du hier absolut fehl am Platz bist? Aber nett mit dem Grünzeug. Echt cool von dir. Danke. Ja. Weißt du was? Nimm dein Grünzeug, nimm es wieder mit. Wenn du ein richtiges Problem hast, dann ruf mich einfach an. Ansonsten weißt du, wo es ausgeht. Komm. Aber. Tschüss. Tschüss. Komm, wir lassen uns den Abend nicht vermiesen, ne? Komm her, mein Schatz. Komm her, auf Platz. Jetzt aber. Auf einen schönen Abend auf uns. Es tut so weh. Ich meine, wir waren 20 Jahre zusammen. Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Wie kann der mich so abservieren und dann mit dieser Schnalle da feiern? Das ist unverantwortlich. Den Rest des Abends will Jörg ganz romantisch mit seiner 14 Jahre jüngeren Freundin verbringen. Sandy hat extra für ihren Geliebten gekocht und freut sich schon auf einen heißen Nachtisch. Doch nach dem Essen fühlt sich der 41-Jährige plötzlich nicht besonders gut und schiebt das auf die erschütternde Krebsdiagnose, die er vom Arzt erhalten hat. Komm mal kurz hoch. Was ist los? Ich weiß auch nicht. Ich bin den ganzen Abend so ein bisschen Magenschmerzen. Ach, du hast doch einfach nur schon wieder zu viel gegessen. Ja, es war ja auch richtig lecker. Na, dann komm mal mit. So lecker wie du. Komm mal mit ins Schlafzimmer, da wartet noch Nachtisch auf dich. Ehrlich? Mhm. Ich weiß nicht, Hab dich nicht so. Ja. Cindy, komm mal bitte hoch. Lass sein. Darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Komm, lass uns mal hinsetzen. Ich habe mich so auf den Nachtisch gefreut. Das glaube ich dir gerne, aber ich habe auf einmal so eine Schmerzen. Das geht einfach nicht, ich kann es dir nicht sagen. Aber du bist doch kein alter Mann. Darum geht's ja nicht, aber du weißt, dass ich krank bin und dass es mir nicht gut geht. Ja, der Arzt hat aber auch gesagt, dass du mindestens noch ein halbes Jahr hast und nicht wie jetzt schon scheintot bist. Ich bin nicht scheintot, okay? Das ist einfach, wie soll ich es dir sagen? Tote Hose, verstehst du? Es geht nichts im Moment. Ich kann das auch nicht erklären. Darauf habe ich jetzt echt gar keinen Bock. Du, ich auch nicht. Glaub mir das bestimmt nicht. Bleibt das jetzt immer so? Was bleibt jetzt immer so? Dass bei dir tote Hose ist? Ich hoffe es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was die Krankheit noch alles mit mir macht. Sei mir bitte nicht böse. Ich muss erst mal ins Bad. Es ist verzweifelnd. Erst diese schwere Krankheit. Und jetzt noch die Problematik mit der toten Hose, im wahrsten Sinne des Wortes. Mir ist so schlecht, das geht gar nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Boah, das muss jetzt echt nicht sein. Bis jetzt war es ganz cool, dass Jörg älter ist. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Seit der Krebsdiagnose vor 2 Tagen ist Familienvater Jörg ungewohnt melancholisch. Nur zu gern erinnert er sich an die glücklichen Zeiten mit seiner Frau Gabi. Dem untreuen Ehemann wird mehr und mehr bewusst, dass seine Frau immer zu ihm gehalten hat. Zu seiner Überraschung kommt Gabi vorbei, um einige persönliche Sachen zu holen. Na, bist du allein? Siehst du nur. Wo ist denn deine Sexbombe?
abgehauen. Er hat keinen Bock auf so einen Pflegefall wie mich. Und das hat sie so gesagt? Okay, ich denke, ihr wolltet noch dein restliches Leben genießen. Das habe ich auch gedacht. Und jetzt denke ich, es ist gut, wenn es schnell vorbei ist. Sag mal, hast du heute überhaupt schon was gegessen? Hör zu, ich mache uns eben was und dann erzählst du mir in aller Ruhe, was der Arzt gesagt hat. Steht das nicht schon in diesem Laborbericht drin? Ja, aber weißt du, der Doktor redet meistens mit dem Patienten selber noch mal über andere Sachen. Wie viel Zeit hat er dir dann gegeben? Maximal ein halbes Jahr. Und da kann man nichts machen? Chemo, Bestrahlung? Der Krebs hat so gestreut, so viele Metastasen. Kann man nur noch hoffen, dass es schnell vorbeigeht. Jörg, ich lass dich nicht alleine sterben, okay? Ich verspreche es dir. Ich weiß, dass ich mich meiner Frau gegenüber wie ein Schwein verhalten habe. Es tut mir auch wirklich so leid, aber jetzt angesichts des Todes, da möchte ich einfach nicht alleine sterben. Und dass Sandy keinen Bock auf so einen alten, kranken Mann hat, das kann ich verstehen. Die hat ihr ganzes Leben noch vor sich. Also Jörg hat mich echt oft tief verletzt, belogen und betrogen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass er alleine damit fertig werden muss, macht mich das schon traurig. Er tut mir wirklich sehr leid. Zum ersten Mal in 20 Ehejahren erlebt Gabi ihren Pascha Jörg als sensiblen Mann. Das ist für die 39-Jährige eine ganz neue Erfahrung. Beim Einkaufsbummel am nächsten Tag erzählt sie ihrer besten Freundin Susanne Stemmer von den schönen Momenten mit Jörg und von einem Geheimnis, das sie hütet. Ich meine, du hast 2 Jahre lang unter Jörg gelitten, aber ihn jetzt so todsterbenskrank zu sehen, also das stelle ich mir schon hammerhart vor. Ja, aber es ist nicht. Wie aber? Weißt du, ich habe das erste Mal habe ich das Gefühl, in meiner Ehe nicht das Opfer zu sein. Jetzt bin ich mal dran. Ich verstehe dich nicht. Es hört sich ja so an, als ob du dich freuen würdest, wenn Jörg sterben wird. Nein, ganz und gar nicht. Es finde ich aber schon so, dass sich das so anhört. Er wird nicht sterben. Wie, er wird nicht sterben? Gerade eben hast du mir noch erzählt, dass er so eine schreckliche Diagnose vom Arzt bekommen hat. Es war ein Versehen. Wie kann das ein Versehen sein, Gabi? Hör zu, ich mache die Post in der Praxis, ja? Okay. Und dann kam dieser Brief vom Labor, wo drin stand, dass die Blutproben vertauscht wurden. Naja, er ist kerngesund. Und dann habe ich den Brief schnell an mich genommen, bevor der Doktor ihn sieht. Ich fasse es nicht. Aber das musst du ihm doch sagen, Gabi. Du kannst ihn doch nicht in den Glauben lassen, dass er sterben muss. Nee, warum? Das muss ich nicht. Ich fasse es nicht, Gabi. Ja. Das kannst du nicht machen. Doch, er soll eine Weile glauben, dass er todkrank ist. Okay. Ja, mich hat er auch jahrelang wie Dreck behandelt und belogen. Das ist schon klar, aber man kann doch nicht einen Menschen in den Glauben lassen, dass er sterben muss. Das ist doch ganz was anderes, Gabi. Das ist nichts anderes. Vielleicht sollte ich Jörg doch einen Wein einschenken. Aber auf der anderen Seite, warum? Er hat mich auch jahrelang belogen. Und vielleicht denkt er jetzt mal über sich nach, so im Angesicht des Todes. Du, Susanne, wir müssen auch nicht immer alle eine Meinung sein, ne? Und wir beide gehen jetzt shoppen und lassen das Thema. Ja, komm, wie du meinst. Spaß. Okay, Gabi, wie du meinst. In den nächsten 3 Tagen lässt die betrogene Ehefrau ihren Casanova weiterhin in dem Glauben, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist und bald sterben muss. Eines Morgens steht Jörg reumütig im Türrahmen der chaotischen WG von Sarah. Es ist Wochenende und alle Bewohner sind verreist. Gabi denkt, dass der Familienvater seine Tochter besuchen möchte. Du, Sarah ist auch gar nicht da. Die ist übers Wochenende nach Hamburg gefahren. Ich glaube, das ist ganz gut, Gabi, denn ich wollte nicht zu Sarah, ich wollte zu dir und die habe ich dir mitgebracht. Bitte schön. Oh, danke. Die sind aber schön. Wie komme ich denn zu der Ehre? Ich fahre mal gleich mit der Tür ins Haus. Ich möchte dich zurückgewinnen.
Ich möchte bitte, dass du wieder zu mir zurückkommst. Jetzt? Wo deine Tussi dich verlassen hat, oder nein, was? Nein, so ist das nicht, Gabi. Ich habe sie verlassen. Und mir ist jetzt erst einiges klar geworden. Und ganz wichtig, bist du mir dabei. Ich brauche dich, ich möchte nicht ohne dich leben. Und das soll ich dir jetzt glauben? Ich hoffe, dass du mir das glaubst, weil ich meine das wirklich ganz ehrlich. Und weißt du, ich weiß ja, ich bin manchmal ein Vollidiot gewesen. Und es tut mir wirklich sehr, sehr leid, was ich mit dir gemacht habe. Und ich möchte alles wieder gut machen. Du, darüber muss ich erst mal nachdenken. Das ist jetzt alles ein bisschen plötzlich. Ich kann dir wirklich nur sagen, du musst mir vertrauen. Ich, ehrlich, mir ist so viel klar geworden. Gabi, ich liebe dich, bitte. Woher weiß ich, dass du diesmal die Wahrheit sagst? Gabi, im Angesicht des Todes, meinst du, ich würde da noch lügen? Ich, Gabi, ich brauch dich, wirklich. Wie die Luft zum Atmen. Bitte. Bitte komm zurück. Bitte. Okay. Okay, das mit Sandy verlassen war natürlich eine Notlüge. Klar ist aber auch, Sandy hat keinen Bock auf so einen Pflegefall wie mich. Da ist Gabi schon ganz anders. Und ich weiß ja, wie sie ist. Sie wird mich schon pflegen. Das würde alles schon klappen. Und jetzt, wo ich krank bin, ganz bestimmt. Denkt er wirklich, ich bin so bescheuert und verzeih ihm das so einfach? Mit Sandy hat er den Bogen eindeutig überspannt. Von wegen, er hat sie verlassen. Aber ich überlege trotzdem, zu ihm zurückzukehren. Weil jetzt soll er das bekommen, was er mir die ganzen 20 Jahre angetan hat. Und wenn er meint, dass er mich jetzt noch auf Händen tragen muss in seinen letzten Monaten, bitte, das hat er seit 20 Jahren nicht getan. Jetzt hole ich mir das, was mir auch zusteht.